Detektiv. Nachgefragt. Heute zur Kriminalstatistik. Diesen Monat hat die Inspektion Hameln-Pyrmont-Holzminden ja die Zahlen für das letzte Jahr vorgestellt. Wir haben darüber berichtet. Hintergründe und was diese Zahlen für die Arbeit der Polizei bedeuten, das ist unser Thema in dieser Stunde. Mein Name ist Ute Ziegler. Schönen Sonntag und vor allen Dingen friedlichen. Und jetzt. Hallo und einen schönen Sonntag hier im Weserbergland mit Radioaktiv. Sie hören die Sendung Nachgefragt und zwar heute beim Leiter der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont-Holzminden, Ralf Leopold, und bei Jens Kurzig, er ist Leiter des Zentralen Kriminaldienstes in der Inspektion. Es geht um die Kriminalstatistik, die zum letzten Wochenende vorgestellt wurde. Wir haben darüber berichtet. Die Zahl der Straftaten in der Region danach leicht gestiegen, insbesondere im Betrugsbereich. Das fängt also an bei Schwarzfahren, geht hin bis zu Internetkriminalität und Ähnlichem. Aber die Zahl liegt trotzdem immer noch deutlich unter dem Schnitt der letzten 10 Jahre, heißt es. Und die Aufklärungsquote mit fast 70% weiterhin auf hohem Niveau. Aber aufgeklärt oder nicht, Straftat bleibt eben Straftat. Und eigentlich ist ja jeder einzelne eine zu viel. Wie sicher lebt es sich also hier bei uns in Hameln-Pyrmont und Holzminden gefühlt oder auch im Vergleich zu anderen Regionen? Die Antwort hat der Leiter der Inspektion, Ralf Leopold. Man lebt sicher hier. Man lebt wirklich sicher. Man nimmt da allgemein die Zahl, wie viele Straftaten pro 100.000 Einwohner passieren denn hier bei uns. Und da ist es so, dass bei uns im Zuständigkeitsbereich haben wir 6.008 Straftaten pro 100.000 Einwohner. Das ist innerhalb der PD Göttingen, zu der wir ja gehören, schon ein sehr geringer Wert. Der liegt also schon 500 unter dem Mittel der PD Göttingen und unter dem Landesmittel liegen wir 1.000 Straftaten drunter. Also das Landesmittel sind über 7.000 Straftaten und da sind auch viele ländliche Bereiche drin. In Großstädten ist das dann bei über 10.000 Straftaten. Aber mit unseren 6.000 Straftaten im Mittel hier für unsere beiden Landkreise sind wir da wirklich sehr, sehr sicher aufgestellt. Gibt es denn sowas hier wie, ich nenne es jetzt einfach mal, Problemgruppen? Man sieht das ja oder hört es auch immer wieder aus anderen Regionen, auch aus Städten, dass man bestimmte Bevölkerungsgruppen hat, die eben doch das Leben einem sehr schwer machen und auch der Polizei damit? Also natürlich, es gibt Menschengruppen, die insgesamt etwas häufiger Straftaten begehen. Das sind zum Beispiel Jugendliche, weil die sich in einem gewissen Alter abnabeln von den Eltern. Die sind auf in Häkchen Krawall gebürstet. Also das ist einfach so. Die begehen mehr Straftaten als ältere Menschen. Wir haben hier keine ganz ausgesprochene Zielgruppe, wo wir sagen, die oder die Gruppe oder die Ethnie macht uns unheimliche Probleme. Natürlich gab es jetzt in den letzten Monaten, häufig wurde der Kuckuck thematisiert und die Menschen, die dort wohnen, da können wir gerne gleich auch noch, kann Jens auch gleich noch mal ein paar Sätze zu sagen, aber ich sage insgesamt, wir haben hier keine wirklichen Problemgruppen, wo wir sagen, da passiert was, deren Lage wir nicht Herr werden. Das haben wir garantiert nicht bei uns insgesamt. Das ist auch ganz beruhigend so, denn da es gibt große Städte, wo, sage ich mal, Zonen sind, wo kein Mensch mehr so richtig rein will oder Gruppen, wo keiner sich so ranwagt, Rockergruppierungen, was auch immer. Das alles haben wir bei uns hier im Zuständigkeitsbereich nicht. Beispiel Kuckuck wurde genannt, Herr Kurzig, da waren jetzt ja auch ein erster Aktionstag unter anderem schon mit angesetzt. Wie haben Sie das denn vor Ort erlebt? Was tut sich da aus Sicht der Polizei aktuell? Also wir differenzieren da zwischen dem Einsatzaufkommen und dem Straftatenaufkommen, was wir im Kuckuck haben, und dem, was von den dort ansässigen Personen, dort wohnhaften Personen jetzt ausgeht, was dann auch überregional an Straftaten begangen wird. Ich bin selbst Mitglied des Runden Tisches und auch an diesem Aufbruchstag beteiligt gewesen. Das Ganze ist dort eher als soziales Problem definiert und das ist es aus meiner Sicht auch ganz klar. Also es ist jetzt kein Problem primär der Polizei. Natürlich haben wir auch unsere Aufgaben in dem Bereich, aber im Kern geht es ja darum, dass dort soziale Probleme bestehen, die gelöst werden müssen. Da wird über Schulpflicht gesprochen, über Gesundheitsversorgung und so weiter und das sind sicherlich auch die drängendsten Probleme. Nichtsdestotrotz muss man sagen, dass bei den dort zugezogenen Neubürgern, die teilweise ja dieser Klientel der sogenannten Armutsmigranten zuzuordnen sind, eben auch Leute dabei sind, die Straftaten begehen. Das sind in aller Regel aber Straftaten. Das macht es nicht besser, aber das sind jetzt nicht organisierte kriminelle Banden, die da zu uns gekommen sind, sondern die Straftaten, die da passieren, die dienen hauptsächlich der Bestreitung des Lebensunterhaltes. Also man muss sich vorstellen, dass die Anzahl der dort wohnhaften Personen das eine ist, dann haben wir eine Anzahl der dort gemeldeten Personen, die ist deutlich geringer.
Und selbst von den gemeldeten Personen, die also offiziell sich hier auch aufhalten in Deutschland längerfristig, ist nur ein Bruchteil, die tatsächlich Sozialleistungen beziehen. Und die anderen müssen auch dann irgendwie über die Runden kommen. Ich will das jetzt nicht schönreden oder rechtfertigen, aber die begehen Straftaten, hauptsächlich Ladendiebstähle, um ihren Lebensunterhalt zu sichern. Auch das bewegt sich aber in einem wirklich moderaten Bereich. Also wir haben fürs letzte Jahr da gar keine Auffälligkeiten. In diesem Jahr, im ersten Quartal, wir haben das mal ausgewertet, haben wir 38 Straftaten landkreisweit, die dieser Klientel da zuzuordnen sind. Das ist sicherlich beachtenswert. Wir kümmern uns auch darum und werden auch konzeptionell uns darauf einstellen, mit diesem Problem umzugehen. Aber es ist weit weg von einem großen Problem. Diese Zahl, die Sie gerade genannt haben, in welche Relation muss ich die setzen? Also was wäre da das Gesamtvolumen, das man so im Jahr erreicht in dem Bereich? Und was sagen wir dann die 38? Naja, wir haben 9600 Straftaten in diesem Landkreis gehabt im letzten Jahr. Wenn man jetzt die 38 hochrechnet aus einem Quartal aufs ganze Jahr, dann sind das 150. Also wären das 150 Straftaten im Vergleich zu 9600, das liegt irgendwo unter 2%. Daran, denke ich, kann man erkennen, wie schwerwiegend das Problem ist oder eben auch nicht. Viel zu tun hat das Ganze aber auch mit sowas wie gefühlter Sicherheit. Das sind ja nicht immer nur die Zahlen, die so dahinter stehen, sondern wie sicher fühle ich mich in der Stadt. Und da sind es ja auch oft diese Sachen wie Vandalismus zum Beispiel, die da eine ganz große Rolle spielen. Also das, wo ich mich wirklich dann auch als potenzielles Opfer mitsehen kann. Was kann man da aus Sicht der Polizei überhaupt dran machen? Also erstmal dürfen wir jetzt an der Stelle nicht die Armutsmigranten mit Vandalismus in Verbindung bringen. Diese Korrelation besteht nicht. Ansonsten ist die gefühlte Sicherheit natürlich ein großes Thema. Es gibt eine aktuelle Studie aus Spätherbst letzten Jahres, die hat das Landeskriminalamt durchgeführt. Da wird der ein oder andere Hamelner Bürger sicherlich auch einen Fragebogen ausgefüllt haben und zurückgeschickt haben. Da wurden gerade diese Bereiche hinterfragt und dann die Problembereiche auch identifiziert. Insgesamt konnte man da feststellen, dass die Einschätzung der Menschen, was das Risiko angeht, Opfer einer Straftat zu werden, recht realistisch ist und insgesamt nicht besorgniserregend ist. Also die ganz, ganz überwiegende Anzahl der Bevölkerung fühlt sich sicher im eigenen sozialen Nahraum, in der eigenen Wohnung, in der Nachbarschaft. Es gibt natürlich einzelne Handlungsfelder, um die man sich kümmern muss. Und da haben wir als Polizei begrenzte Möglichkeiten, aber wir haben welche. Ein wichtiger Faktor ist das Vertrauen in die Arbeit der Polizei. Wenn das nicht da ist, dann ist die Chance, dass jemand, der Opfer einer Straftat geworden ist oder vielleicht auch im Vorfeld befürchtet, Opfer einer Straftat zu werden, solche Situationen gibt es ja auch, zur Polizei kommt, natürlich geringer. Und deswegen arbeiten wir an unserem eigenen Image durch gute Arbeit, durch überzeugende Arbeit, um eben dieses Vertrauen zu fördern. Insgesamt, das hat auch diese Studie gezeigt, ist das aber sehr gut. Da denke ich, und gerade auch im regionalen Bereich, haben wir auch an dieser Stelle kein Problem mit dem Vertrauen und der Integration der Polizei in diese Gesellschaft hier vor Ort. Soweit Jens Kurzig, Leiter des Zentralen Kriminaldienstes in der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont-Holzminden und gemeinsam mit Ralf Leopold, dem Leiter der Inspektion, unser Gast heute in der Sendung nachgefragt, was die Zahlen aus dem letzten Jahr für die Zukunft bedeuten, welche Ziele sich die Polizeiinspektion für das laufende Jahr gesetzt hat. Darum kümmern wir uns gleich. Vorher gibt es ein bisschen Musik, in diesem Fall von Unheilig unter deiner Flagge. Das Weserbergland in Ihrem Radio, hier ist Radio Aktiv. Heute mit der Sendung nachgefragt, die Gäste, der Leiter der Polizeiinspektion Ralf Leopold und der Leiter des Zentralen Kriminaldienstes Jens Kurzig von der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont-Holzminden. Es geht um die Kriminalstatistik für das letzte Jahr. Am letzten Wochenende wurde sie vorgestellt. Das Fazit kurz zusammengefasst, man ist überwiegend zufrieden mit den Zahlen, auch wenn die Straftaten insgesamt, die Zahl leicht gestiegen ist. Immerhin gibt es nämlich auch Rückgänge in wichtigen Bereichen wie der Jugendkriminalität und auch die Aufklärungsquote weiterhin hoch mit knapp 70%. Was heißt das jetzt fürs laufende Jahr und für die Zukunft? Kann man das noch toppen oder welche Ziele hat man sich da in der Polizeiinspektion gesetzt? Das hat uns der Leiter der Inspektion Ralf Leopold verraten. So viel schon mal vorab. Es geht auch, aber nicht nur ums Ermitteln. Wir haben also zwei große Felder. Einmal die eigentlichen Aufgaben der Kriminalitätsbekämpfung, die ja kurz hier gleich nochmal so die Schwerpunkte darstellt. Und das andere ist, wir haben natürlich auch noch andere Vorhaben. Wir haben große Aktivitäten im Bereich der Fortbildung. Wir haben Umbauarbeiten. Im Moment ist es das Fachkommissariat 5, was komplett neue, überarbeitete Räume kriegt, die dringend erforderlich sind. Und dann wird es dann nach der Sommerpause die Wache dann sein, die wir angehen. Also das sind alles so Felder, die wir auch als gesamte Dienststelle leisten werden.
Da haben wir uns auch Ziele gesetzt und natürlich haben wir uns auch Ziele gesetzt im eigentlichen Bereich der Ermittlungen. Und die hängen mit den, sag ich mal, Schwachpunkten, die wir oder mit den Herausforderungen, die wir erkannt haben, zusammen. Und Jens, du kannst ja mal sagen, in welchen Bereichen wir da jetzt was vorhaben. Also was die Statistik des letzten Jahres angeht, kann man vielleicht nochmal das auf den Punkt bringen. Wir haben eben einen Anstieg an Fallzahlen insgesamt gehabt. Das sind so diese etwa 400 Taten gewesen. Das ist aber zurückzuführen ausschließlich auf diesen Bereich der Vermögensdelikte, Betrugsdelikte. In allen anderen Bereichen sind das Rückgänge gewesen. Von daher ist das eine gute Entwicklung. Ne? Sie haben das eben angesprochen, damit sind wir natürlich zufrieden. Was die Schwerpunkte und die Herausforderungen angeht, da versuchen wir immer, wie es so schön heißt, vor der Lage zu sein und die Herausforderungen zu erkennen, bevor sie uns einholen und überrollen. Was das jetzt im Einzelnen heißt, das ist einmal der Bereich der Internetkriminalität. Da haben wir im vergangenen Jahr, und das ist ein Trend, der sich fortsetzt, steigende Zahlen. Da wird immer unterschieden zwischen den Straftaten Computerkriminalität im engeren Sinne. Da geht es um Ausspähen von Daten im Internet, die dann benutzt werden, um Konten zu plündern, sage ich mal. Das ist ein Schwerpunkt natürlich. Da gehen wir auch davon aus, dass da relativ viel sich noch im Dunkelfeld bewegt. Wir haben aber dann den größeren Bereich der Straftaten, die unter Nutzung des Internets begangen werden. Auch da gibt es einen deutlichen Anstieg. Wenn man das hochrechnet, dann werden mittlerweile in unserer Inspektion 6% aller Straftaten wird das Internet genutzt irgendwie. Das geht von Cybermobbing, also irgendwelche Beleidigungen und ja, Straftaten in Form von Bedrohungen, Nachstellungen über das Internet, über Drogenhandel übers Internet, Kinderpornografie bis hin natürlich zum Warenan- und Verkauf über das Internet. Das ist also ein großer Arbeitsschwerpunkt, jetzt schon und zukünftig sicherlich noch viel mehr. Und dem wollen wir begegnen, indem wir zum einen die Beschulung unserer Kolleginnen und Kollegen vorantreiben. Das ist ein großes Arbeitsfeld. Also Polizei ist auch da Querschnitt der Gesellschaft und nicht jeder ist da schon jetzt absolut versiert im Umgang damit. Da gibt es ja wirkliche Cracks, die das können, die dann in entsprechenden Einheiten auch zentralisiert sind. Aber jeder muss eben in der Lage sein, so eine Straftat aufzunehmen, richtig einzuordnen und die erforderlichen Maßnahmen dann zu treffen. Daran arbeiten wir auch landesweit. Das ist so ein Thema. Und zum Zweiten werden wir da im Bereich Prävention einiges machen in dem jetzt laufenden Jahr, weil es darum geht, einfach die Handlungssicherheit der Bürgerinnen und Bürger zu erhöhen in allen Altersschichten. Da geht es darum, Angriffe, die übers Internet kommen, zu erkennen, wann ich vielleicht beim Einkauf im Internet auf Betrüger hereinfalle, welche Konsequenzen es hat im Bereich von Kindern und Jugendlichen, wenn ich da entsprechende Beleidigungen über soziale Medien von mir gebe. Das werden so die Schwerpunkte in dem Bereich sein. Also der Bereich Internetkriminalität ist ein großes Handlungsfeld im jetzt anstehenden Jahr. Der zweite wichtige Bereich, der eben auch sehr stark sich immer auf die Opfer negativ auswirkt, ist der Wohnungseinbruchdiebstahl. Das haben wir auch schon dargestellt, da haben wir leicht steigende Fallzahlen. Das gefällt uns natürlich nicht. Wir haben da eine deutlich gestiegene Aufklärungsquote. Das ist okay, aber besser ist natürlich, wenn die Straftaten gar nicht erst passieren. Und da arbeiten wir auch dran. Da gibt es eine Konzeption, an der wir uns orientieren. Da ist eben auch gerade in der letzten Zeit verstärkt in den Fokus gerückt, dass da Präventionsarbeit betrieben werden muss, um den Einbruchschutz zu erhöhen. Das müssen nicht immer teure bauliche Maßnahmen sein, da geht es auch um Verhaltensprävention und es geht auch um Nachsorge. Also man kann sich sicherlich gut vorstellen, dass diejenigen, die da betroffen sind, sich sehr unwohl fühlen in ihren eigenen vier Wänden, wenn man mit dem Gefühl leben muss, dass da irgendwelche Fremden drin waren, die da Schäden angerichtet haben, die Dinge mitgenommen haben, die in die intimsten Bereiche dann reingeguckt haben. Da geht es also auch um Nachsorge neben dem Ermittlungsbereich. Also das, denke ich mal, sind so die beiden Haupttätigkeitsfelder. Ansonsten wollen wir beispielsweise im Bereich der Kinder- und Jugendkriminalität nicht nachlassen. Da haben wir so ein bisschen den Bereich BTM-Delikte durch Jugendliche jetzt in den Vordergrund gestellt, weil da eben kriminelle Karrieren entstehen können. Das wird ein weiterer Schwerpunkt jetzt sein. Konkrete Maßnahmen, die dann da geplant sind, schon an Schulen oder wie wollen Sie das angehen? Genau, also im Bereich Prävention ist das so, dass wir unsere Kontaktbeamten zum einen haben, die gehören zum Präventionsteam, das sind die also Prävention hauptsächlich betreiben. Die machen das jetzt schon, das wird nochmal intensiviert in den Schulen, da gibt es auch entsprechende landesweite Regelungen zu. Und darüber hinaus geht es eben darum, auch außerhalb der Schulen im Erwachsenenbereich bei Veranstaltungen präsent zu sein, vielleicht auch selbst anzubieten. Und da geht es ganz konkret auch schon um Planung. Ja.
und damit dann Straftaten möglichst verhindern, also Prävention. Ganz wichtiges Stichwort in der Polizeiarbeit und gleich auch hier bei uns in der Sendung nachgefragt heute zur Kriminalstatistik mit Jens Kozik, Leiter des Zentralen Kriminaldienstes, den haben wir da gerade gehört, und dem Leiter der Inspektion, Ralf Leopold. Ihr Sonntag im Weserbergland mit Radioaktiv und Musik von One Republic Burning Bridges. Sie hören die Sendung nachgefragt zur Kriminalstatistik mit den Gästen Ralf Leopold, er ist Leiter der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont-Holzminden, und Jens Kozik, dem Leiter des Zentralen Kriminaldienstes. Knapp 13.300 Straftaten wurden letztes Jahr im Bereich der Inspektion verübt. Das macht im Schnitt so rund 35 pro Tag. In einigen Bereichen sind es weniger geworden als früher. Andere Delikte, die werden dagegen immer häufiger registriert und das natürlich mit den dazugehörigen Tätern und Opfern. Ziel der Polizeiarbeit ist es aber nicht nur, die Taten zu erfassen, zu bearbeiten, möglichst aufzuklären, sondern ganz klar auch dafür zu sorgen, dass sie möglichst gar nicht erst verübt werden, sagt der Leiter der Inspektion, Ralf Leopold. Ich glaube, es ist ganz wichtig, das ist ja auch unser primäres Ziel, erstmal Opfer zu vermeiden, indem wir eine gute Prävention, eine gute Information machen. Und wenn es dann zu Straftaten gekommen ist und Opfer da sind, muss man sich um die Opfer kümmern. Da sind der Polizei Grenzen gesetzt, aber das haben wir zum Beispiel jetzt auch aktiv aufgenommen und haben mit den beiden Opferhilfeorganisationen des Weißen Ringes für die Landkreise Hameln und Holzminden auch nochmal eine Kooperation geschlossen, in der wir uns vereinbart haben, also wirklich jeden Fall, wo wir sagen, da ist ein wirkliches Opfer entstanden, der hat also wirkliche psychische Probleme oder auch finanzielle Probleme durch eine Gewalttat, dass wir das an den Weißen Ring vermitteln. Und der unterstützt die Leute, der nimmt ihnen die Angst, der unterstützt sie bei dem Strafverfahren, hilft aus mit psychologischer Betreuung und Beratung. Das sind, glaube ich, zwei ganz wichtige Bereiche, die wir als Polizei auch immer mit abdecken müssen und dieses auch tun. Kooperation, vielleicht auch das Stichwort dafür, GdP und Städtetag oder Städte- und Gemeindebund, was glaube ich, die fordern ja sowas wie ein Bündnis für Sicherheit. Das klingt ja erstmal so, als ob da schon ein entsprechender Bedarf bestehen würde, also Zusammenarbeit, Polizei, Kommunen. Wie läuft das hier im Bereich der Inspektion? Also Bündnis für Sicherheit drückt, glaube ich, aus, dass man gegen Kriminalität und für die Sicherheit im Netzwerk arbeiten muss. Und das ist die Erkenntnis unserer täglichen Arbeit. Wir haben sehr, sehr viele Bündnisse. Wir haben Präventionsräte, in denen wir mit der Polizei immer mit drin sind, wo wir gemeinsam mit der Kommune, mit dem Landkreis überlegen, wie können wir was besser machen, wie können wir die Schüler besser betreuen, wie können wir Senioren vor Kriminalität schützen. Also das passiert an allen Ecken und Enden und das ist auch eminent wichtig. Das müssen wir auch weiter ausbauen. Wir versuchen Kontakt aufzubauen zu Migrantengruppen. Wir versuchen Kontakt weiterhin gut zu halten zur Feuerwehr, zu allen, die mit uns an dem gleichen Thema arbeiten. Denn es ist so vielfältig geworden, dass keine Organisation alleine da wirklich vorankommt. Ne? Ohne die Schulen können wir keine Prävention machen. Ohne den Landkreisjugendamt haben wir keinen Rückhalt mit irgendwelchen Maßnahmen. Andersrum ist es genauso. Jetzt haben Sie es gerade schon angesprochen, auch Zusammenarbeit zum Beispiel mit Migranten beziehungsweise Vereinen, Gruppen, die so dahinterstehen. Sie hatten im letzten Jahr ja ein Treffen mit Vertretern von solchen Organisationen, Einrichtungen. Hat das was gebracht? Kann man da schon konkrete Reaktionen, Erfolge sehen? Ja, also die Erwartungshaltung haben wir natürlich nicht. Also das kann ja nicht sein, dass wir sagen, wir treffen uns einmal mit denen und dann ist alles gut. So haben wir ja auch nicht gearbeitet. Wir haben in 2012 schon mehrere Kurse, Fahrradkurse, Schwimmkurse für muslimische Frauen gemacht. Also unser Ziel ist es eigentlich, zu allen Bevölkerungsgruppen, jung, alt, arm, reich, Verwaltung, Privatmann, Ausländer, Nicht-Ausländer, Mann, Frau, zu allen Menschen einen engen Kontakt zu haben. Wir wollen wissen, was die Leute bedrückt und wir wollen mit ihnen im Dialog sein, um helfen zu können. Und da hatten wir so ein bisschen festgestellt, vor Jahren, einigen Jahren schon, dass die Migranten da so ein bisschen außen vor sind. Die kommen von sich aus nicht zwingend auf die Polizei zu und die Polizei hatte da auch wenige Medien, um auf die zuzugehen. Und das wollten wir stärken. Das haben wir durch diese Kurse gemacht, das haben wir durch ein einmaliges Treffen gemacht. Wir waren auch vertreten auf einem Jesiden-Vortrag hier bei der DWZ. Wir waren auch hier in der Moschee am Tierwall, haben uns dort mit dem Verein getroffen und auch mit dem Prediger haben uns da ausgetauscht. Und wir werden auch weiter immer wieder im Dialog mit Migranten bleiben, weil sie einfach Teil der Gesellschaft sind, auch ein durchaus bedeutender Teil der Gesellschaft. Und da wollen wir im Dialog bleiben. Das ist also nicht so, dass wir uns ganz konkret was erwarten von einem Treffen. Das kann so auch nicht sein. Und so arbeiten wir ja auch in anderen Bereichen nicht. Aber ich denke, wir sind auf einem guten Weg. Die Gespräche sind gut, fruchtbar. Wir können dadurch ein besseres Verständnis entwickeln für die Nöte der Migranten, wie die mit ihrer dritten Generation hier umgehen, welche Sorgen die Kinder haben. Und dadurch, glaube ich, gewinnen wir auch ein bisschen Vertrauen bei denen.
Und das wird sich irgendwann auszahlen, wenn es mal darum geht, dass wir Informationen von denen haben wollen, dass wir Hilfsangebote unterbreiten können und die dann auch angenommen werden. Also da denken wir wirklich sehr langfristig. Vertrauen, vielleicht das Stichwort. Ich meine, die kommen ja oft aus Ländern, in denen die Polizei schon eine etwas andere Stellung und ein etwas anderes Benehmen hat. Wie schwer ist es denn, man sagt so ja, erstes Treffen, man redet da miteinander, wie schwer ist es denn wirklich an die ranzukommen? Da nicht teilweise auch so eine gewisse, der Wunsch nach Distanz bei einigen dann vielleicht? Also mit den Menschen, mit denen wir gesprochen haben, hatten wir nicht dieses Distanzgefühl. Es stimmt, in vielen Ländern, totalitären Staaten, hat die Polizei eigentlich keine so rühmliche Aufgabe und deswegen ist da eine gewisse Distanz. Und wir erwarten auch gar nicht, dass die Migranten auf uns zukommen und erzählen, welche dunklen Sachen da vielleicht laufen könnten. Aber mit den Menschen, mit denen wir gesprochen haben, jetzt auch wieder in der muslimischen Gemeinde, die haben Interesse daran, die fragen, wie macht ihr dieses, wie macht ihr jenes, die schildern, wie der Altersablauf ist, welche Probleme die haben im Alltag, ihr Gebet durchzuführen oder ähnliches. Und da spüren wir überhaupt gar kein Mauern oder ähnliches, sondern das sind einfach gute Dialoge. Aber es ist eben nicht mit ein, zwei Dialogen getan. Wir müssen auf beiden Seiten auf Dauer immer wieder im Dialog bleiben. Aber das läuft aus meiner Sicht ganz gut. Jetzt arbeiten Sie natürlich auf einer anderen Ebene als zum Beispiel der Einsatz- und Streifendienst oder die ermittelnden Beamten. Wie kommt das bei Ihrem Team an, Herr Kurzig? Sind das auch so die Erfahrungswerte, die Sie dazu hören bekommen? Oder welche Schwierigkeiten sind dann vielleicht doch da auf der Straße? Naja, also generell muss man erstmal sagen, dass das genauso zutrifft, wie der Inspektionsleiter eben gesagt hat. Der Kontakt ist da und wir haben da immer bessere Möglichkeiten, die Probleme zu lösen. Auch im konkreten Einzelfall, wenn es darum geht, sich über eine bestimmte Straftat zu unterhalten oder Erkenntnisse zu gewinnen, auch von Zeugen. Also das klappt schon wirklich gut. Ansonsten natürlich ist es so, dass wir sprachliche Probleme manchmal haben, dass es da Verständigungsprobleme gibt. Wir haben selber jetzt ja auch am Kuckuck erfahren, im Rahmen dieses Aufbruchstages, dass da diese Distanz erstmal da ist, dass man da versucht, den Kontakt zur Polizei zu meiden. Und von daher darf man auch nicht auf den einzelnen Fall gucken. Das kann nur eine Sache sein, die sich langfristig entwickelt. Da gibt es auf jeden Fall noch Optimierungspotenzial, das ist ganz klar so. Aber ich sag mal, mit dem, was an Aufwand betrieben wird, was für uns möglich ist und was auch an gegenseitigem Entgegenkommen da ist, da können wir schon gut umgehen. Und ansonsten, natürlich gibt es Einzelfälle, sowohl im Streifendienst als auch im ermittelnden Bereich, über die man hinterher spricht, wo irgendetwas nicht gut gelaufen ist. Aber das hat nichts damit zu tun, dass das andere Volksgruppen, Ethnien, Nationalitäten sind. Solche Diskrepanzen haben wir mit einheimischer Bevölkerung genauso. Auch da gibt es Gruppierungen, die eher den Kontakt zur Polizei meiden. Also wer regelmäßig Straftaten begeht, der unterhält sich eben nicht gerne mit der Polizei, ob er nun Ausländer ist oder Deutscher. Das ist so. Prävention, also ein ganz wichtiges Stichwort. In der Polizeiarbeit hier in der Inspektion Hameln-Pyrmont-Holzminden, das waren Einschätzungen dazu vom Leiter des Zentralen Kriminaldienstes Jens Kurzig und dem Leiter der Inspektion Ralf Leopold. Für gute Arbeit im laufenden Jahr und auch in der Zukunft gehört natürlich auch dazu, dass die Voraussetzungen für die Arbeit der Polizei stimmen. Wie es um die steht, klären wir gleich nach Amy MacDonald, Mr. Rock'n'Roll. Sonntagvormittag in Hameln-Pyrmont, das heißt Zeit für die Sendung Nachgefragt. Heute beim Leiter der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont-Holzminden, Ralf Leopold, und Jens Kurzig, Leiter des Zentralen Kriminaldienstes. Es geht um die Kriminalstatistik, die ja zum letzten Wochenende vorgestellt wurde von der Polizeiinspektion. Einige Dinge haben wir schon geklärt. Jetzt geht es natürlich um die Zukunft und vor allen Dingen auch um die Voraussetzungen, die die Polizei für ihre Arbeit hat. Die müssen ja auch stimmen, damit das Ganze gut funktionieren kann. Und das fängt bei ausreichend Personal an. Die Arbeitsbelastung im letzten Jahr, das war nicht ganz ohne. 3 Mordkommissionen hat es gegeben, dann eine Verkehrsunfallflucht mit tödlichem Ausgang und Brandstiftungsserie, wir erinnern uns. Eine hohe Belastung, insbesondere auch zum Jahresende hin, für die Beamten hier im Bereich der Inspektion. Wie sieht's für die Zukunft aus? Ist man da personell entsprechend aufgestellt? Natürlich super, das ist die erste Antwort, die man dann bekommt, aber ist das auch wirklich so? Ralf Leopold, Leiter der Polizeiinspektion. Ja, ich habe es an anderer Stelle auch schon mal gesagt, wir müssen immer Schwerpunkte setzen. Wir bekommen nicht, weil neue Aufgaben dazukommen, ohne Ende neues Personal. Wir sind nicht die einzige Dienststelle in Niedersachsen und wir sind nicht die einzigen, die vor dieser Herausforderung gestellt sind. Das heißt, das Personal bleibt konstant und wenn wir neue Phänomene haben, dann müssen wir dort eigene Schwerpunktsetzungen
setzen und das tun wir auch und müssen das Personal von Bereichen, wo wir Rückgänge hatten in den letzten Jahren, konstante Rückgänge, abziehen und dort draufsetzen. Cybercrime ist sicherlich eine Herausforderung für die nächsten Jahre. Da machen sich im Moment auch viele Leute im Landeskriminalamt und auch im Innenministerium Gedanken, wie wir das langfristig in den Griff bekommen. Dort wird man langfristig mehr Personal einsetzen müssen. Aber vielleicht gibt es auch noch andere Konzepte, dass man von zentraler Stelle manche Aufgaben übernimmt oder ähnliches. Ne? Also so ist das bei uns wirklich ein tägliches und auch natürlich in einer Jahresplanung sich wiederfindende Schwerpunktsetzung. Mehr Leute bekommen wir wohl nicht. Und was die technische Ausstattung oder auch rechtliche Hintergründe angeht, die Instrumente, und mit denen Sie dann eben arbeiten können, welche Forderungen hätten Sie da oder welche Wünsche, was würde Ihnen die Arbeit erleichtern? Wenn wir natürlich erfolgreich Cybercrime und neueste Kriminalitätsphänomene bekämpfen müssen, müssen wir auf Ballhöhe sein, also mit unserem Wissen und auch mit der Technik. Die technische Ausstattung der vergangenen Jahre war schon ganz gut. Wir können in vielen Bereichen unsere Arbeit ganz gut machen, aber auch da müssen wir auf jeden Fall nicht nachlassen. Also vielleicht auch noch zulegen in den nächsten Jahren. Ja, und die rechtliche Problematik stellt tatsächlich auch durchaus eine für uns dar, wenn man international guckt, Jens. Ja, das ist so. Also auch da ist der Bereich der Internetkriminalität, Cybercrime wieder ein gutes Beispiel dafür, dass da rechtlich tatsächlich noch das Handwerkszeug an manchen Stellen fehlt. Die Kriminalität wird immer internationaler, das merken auch wir hier auf dem Land. Nicht nur im Bereich Cybercrime, auch im Bereich der Eigentumsdelikte ist das so, dass wir da mit reisenden Tätern zu tun haben, die international unterwegs sind. Und gerade in der internationalen Zusammenarbeit, da ist das sicher noch optimierungsbedürftig, sage ich mal, was wir da an Handwerkszeug haben. Wir arbeiten da mit Rechtshilfeersuchen, also wenn es darum geht, mit anderen Staaten dann zu kooperieren, aus anderen Staaten Informationen zu gewinnen. Aber der Bereich der Cybercrime zeigt das eigentlich sehr deutlich, dass wir da eben auch schnell an unsere Grenzen stoßen, wenn wir da versuchen, Informationen auf Servern oder von Servern zu erlangen oder ganze Server auszuschalten, weil sie für kriminelle Zwecke missbraucht werden, und man dann eben innerhalb von wenigen Stunden aus seinem Büro heraus feststellt, dass der eine Server in Deutschland auf einen irgendwo in Osteuropa weiterleitet, dann geht es nach Südostasien und der Endserver steht irgendwo in Kanada. Also da kommen wir mit unseren handelsüblichen Mitteln und Rechtshilfeersuchen auch zeitlich nicht hinterher, weil die Daten, die wir dann brauchen, flüchtig sind, und bis so etwas dann auf den Weg gebracht ist und wir da Informationen oder Ergebnisse haben, teilweise Wochen oder auch manchmal Monate vergehen. Das hängt dann natürlich auch immer von dem Land ab, mit dem man versucht zu kooperieren. Da gibt es natürlich auch Länder, mit denen klappt das besser und mit anderen klappt das schlechter, und irgendwann kommen auch die Kriminellen auf den Gedanken, dass es vielleicht sinnvoller ist, sich dort niederzulassen, wo es schlechter klappt in der Zusammenarbeit. Aber ich sag mal, das ist schon so ein Bereich, wo wir noch ausbaufähig sind. Also reichlich zu tun gibt es auf jeden Fall, auch im neuen Jahr mit Sicherheit wieder. Grundsätzlich Stimmung in der Inspektion in diesem Bereich. Sie haben ja einiges vor in diesem Jahr. Wie würden Sie es zusammenfassen? Naja, so eine gewisse Aufbruchstimmung ist schon. Wir bauen einiges, ich habe es gesagt, die Wache, wir renovieren einiges. Wir haben ein Stellenhebungsprogramm, was dazu führt, dass zum 1. Juni doch deutlich mehr Beförderungen ausgesprochen werden können, als das in den letzten Jahren der Fall ist. Also viele Kolleginnen und Kollegen machen jahrelang sehr gute Arbeit auf höher bewerteten Posten und haben bisher das Geld noch nicht dafür bekommen. Das werden wir zum 1.6. doch im Wesentlichen begleichen können. Das heißt, wir werden Beförderungen aussprechen können. Das sind alles sehr gute Signale, die wir haben. Wir haben in den letzten Jahren, wir werden das auch weitermachen, auch viel ins Gesundheitsmanagement investiert, in die Fortbildung investiert, und das zahlt sich schon auch aus, auch bei der Stimmung der Leute. Ich glaube, alle Kollegen sind wirklich nach wie vor hoch motiviert, arbeiten sehr gerne, und wenn Probleme auftauchen, dann müssen wir die behandeln. Ne? Das wird in diesem Jahr auch wieder der Fall sein, wie es jedes Jahr der Fall ist, aber ich glaube, wir sind auf einem ganz guten Weg. Und das hoffen wir auch, dass das entsprechend gelingen wird. Das war die Sendung Nachgefragt zur Kriminalstatistik. Gäste waren heute der Leiter der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont-Holzminden, Ralf Leopold, und der Leiter des Zentralen Kriminaldienstes, Jens Kurzig. Herzlichen Dank beiden noch einmal für das Gespräch. Ja, und wenn Sie was Positives zur Kriminalstatistik fürs laufende Jahr beitragen wollen, würde ich sagen, bleiben Sie einfach nett zueinander. Schönen Sonntag wünsche ich Ihnen.